Und damit herzlich willkommen zurück zu MU Legend hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Salomis und machen in der Folge mal ein bisschen Hauptquest weiter. Flankmanöver ist die Quest. Wir sollen die Gnolle hinterrücks angreifen und fertig machen. Und wir haben noch eine Preisquest, die nehmen wir natürlich auch wieder Fixamente an. So. Und geben Gas. Und Steintafeln sollen wir ja auch noch entschlüsseln, beziehungsweise looten. Inschriften entfernen, also. Ja, Freunde. Ihn hier will ich haben. Ihn will ich haben. Und da haben wir noch eine Schrifttafel, die nehmen wir natürlich mit. Pullen nochmal alles schön brav hier. Weil die uns da so nicht in Ruhe looten lassen. Was denn jetzt? Warum gibt's hier Schaden? Was ist hier los? Gehst mir ums Enkel. So, weiter geht's. Drei Anführer müssen wir noch töten. Eine Tafel looten. Die Quest hätten wir fertig. Da lag noch Gold. Das nehmen wir natürlich noch mit. Das geht ja mal gar nicht, Explorer. Danke. So, und hier sollte jetzt auch noch... Da oben. Wunderbar. Freunde. Now the Garudas have no one to back them up. Huh? Who's that? Was? Was? Wer? Wo? Who's that? Was? Wer denn? Er hier? Ja. Keine Ahnung, was er jetzt hier gesehen hat. Freunde, ich würde gern... Okay, die lassen uns ja auch Kiss abgeben. Royce, schön ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich meine, euch zu sehen, Explorer. Hatten wir nicht gesagt, wir nennen uns bei unserem nächsten Wiedersehen beim Namen? Royce, es tut gut, euch zu sehen. Was tut ihr denn hier? Ich arbeite für die Polizei Dudrin. Ich konnte nicht ignorieren, was in Dulden vor sich geht. Wie ihr ja wisst, bin ich der beste Späher auf dem Kontinent. Polizeimeister Kane war ebenfalls einverstanden. Ich habe mich auch über euch auf dem Laufenden gehalten. Ihr habt euch also von Zakarian täuschen lassen und die Wiedergänger der karolischen Ritter erweckt, was? Naja, das ist... Außerdem habt ihr Sesak getötet, Königin Lenavis zurück ins Grab geschickt und die Auferstehung der Titanen verhindert. Jeder auf diesem Kontinent schuldet euch seinen großen Dank. Wir sind Freunde, also macht ihr euch jetzt über mich lustig? Nein, das tue ich nicht. Ohne euch hätte die Tefakin-Armee nicht die Oberhand erlangen können. Ihr habt die Straßenlaternen von Kanalstadt entzündet und die Gnolle vertrieben, sodass die Armee der Hauptstreitmacht der Garudas vernichten konnten. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist im Himmelstempel anzugreifen, die Feste der Garudas. Die Armee wartet dort auf euch, dass ihr euch dem Außenposten anschließt. Auf mich? Warum? Um euch ihren Respekt zu erweisen. Und um in dem Himmelstempel an eurer Seite selbst anzugreifen. Ihr solltet gehen. Torwächter der Garudas blockieren den Zugang zur Schlucht, aber das sollte für euch kein Problem sein. Thanks for guarding the rear. We needed it. Guck mal, wie sie auf uns hier warten. The Tepakan Army obliterated the Garudas' main forces. Now, all that's left is to attack the Sky Temple, the stronghold of the Garudas. Orman must be in the Sky Temple too. I must cut a path through the Garuda stragglers and join the Principality Army. Jo, was für eine Nebenquest hast du denn noch für uns? Royce Liebe, dürfte ich euch um einen persönlichen Gefallen bitten? Ihr immer. Was braucht ihr? Meine Verlobte Lorraine hat empfindliche Lungen und muss immer zu husten. Ich habe gehört, Gremlin-Leber kann Husten lindern und Gremlin-Zixaklis sind die besten von allen. Was?
Dann seid ihr nicht gekommen, um Dülden zu unterstützen? Ihr wollt nur Arznei für eure Verlobte? Nein, das ist nicht wahr. Ich kam wirklich her, um zu helfen. Sonst hätte ich sie euch selber besorgen können. Ich mache mit euch nur einen Spaß. Ihr solltet mal euer Gesicht sehen. Das ist ganz rot. Wartet einfach hier. Ich bin bald wieder zurück. So, okay, dann latschen wir nochmal hoch. Wir haben nochmal eine Bereichsquest. Die nehmen wir natürlich auch nochmal eben an. Alles, was XP gibt, wird erledigt. Ja. Ja, keine Energie, I know. The same problem. Oh, wer seid ihr denn? Macht ihr Schaden? This is what happens when you get in my way. Artefakt Nummer 2, also 10 Artefakte sagen, was? Was ist denn hier los? War ein cooler Auftritt, Kollege. Könnt ihr euch mal irgendwie in eine Reihe stellen? So ist ziemlich ätzend. Wer bist du? Ja, ist gut, Spiel. Ich hab's schon verstanden. Nur mit dem Umsetzen ist das immer ein Problem bei mir. Verstehen ja, umsetzen nein. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja. Mal auf den Latz kloppen hier, kommt, kipp um. Drei Stück noch von denen und wir haben noch 2 Minuten. Na gut, das sollte machbar sein. Hier oben hat sich noch einer versteckt. Da latschen wir jetzt nicht hoch. Hier wird schon angegriffen. Okay, dann gehen wir weiter runter. Gib mir all dein Gold. So, Gremlin-Lebern haben wir alle. Lebern. Wir müssen aber noch... Ja, ich höre Spinnen. Bereichsquest ignorieren wir. Wo soll er sein? Wo soll er sein? Hier soll er sein, okay. Okay, einen noch. Jetzt aber fix am Ende, ja? Nur noch 50 Sekunden. Wird langsam eng. Hoffentlich schnappt den uns jetzt nicht irgendeiner vor der Nase weg. Nein, okay. Fest fertig.
Ja, ist gut. So. Wo sollen wir hin? Wir sollen jetzt hier die Quest abgeben. Roy's Liebe. Und fast wieder ein Level geschafft. Level 42. Ja, alles gut. So, ich danke euch. Loren wird euch sehr dankbar sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich zum Essen besuchen würdet, wenn der Krieg vorüber ist. Na klar, wird erledigt. So, haben wir hier irgendwie Schnickschnack. Tatsächlich, es gibt eine neue Buchse. Und ein Armreif. So, lass mal eben gucken. Hier, Level 35. Level 40. Level 40. Level 40. Unsere was? Unsere Waffe ist noch Level 25? Ernsthaft? Das ist ein bisschen low, ne? Da müssen wir aber dran arbeiten. So, jetzt sollen wir bis da oben latschen. Ja, dann gute Reise. Ja, dann müssen wir mal gucken jetzt. Wenn wir das Gebiet durch haben und haben immer noch keine, wie sieht es denn taschenmäßig aus? Also, dann würde ich sagen, dann werden wir uns in der Stadt mal selber eine machen, weil Level 25 ist ja schon, die ist 15 Level unter uns, unserem Level. Also das ist ja erniedrigend, wenn man es mal so salopp formulieren darf. Gut. Die coolste Funktion im Spiel, ja, Auto bewegen. Und ja, ihr könnt alle mitkommen. Ruckel, ruckel. Und da sind wir schon im nächsten Lager. Etienne. Willkommen, Explorer. Ich habe auf euch gewartet. Einheit, Achtung! Also wirklich? Mein Name ist Etienne. Ich bin der Vizekommandant der Tefakin-Armee. Im Namen der Armee möchte ich euch meinen Dank aussprechen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr die Truppen inspizieren könntet. Das ist zu viel der Ehre. Alles, was ihr geleistet habt, habt ihr selbst geleistet. Ich habe euch nur einen Stoß in die richtige Richtung gegeben. Nein, wärt ihr nicht gewesen, hätte die Armee alle Hoffnung verloren und sich selbst zerstört. Also ihr, als ihr die Straßenlaternen von Kanalstadt entzündet habt, habt ihr auch unseren Kampfeswillen entzündet. Und als ihr, obwohl ihr nicht einen Grund habt, uns zu helfen, die Auferstehung der Titanen verhindert habt, konnten wir uns wieder sammeln. Ihr hättet eure verlorene Erinnerung nachjagen können, aber stattdessen habt ihr euch entschlossen, uns zu helfen. Es ist eine große Ehre für uns, an eurer Seite am Himmelstempel zu kämpfen. Wir erwarten eure Befehle. Wer ist euer Befehlshaber? Kommandant Solomon. Solon. Er erwartet euch. Ihr solltet zu ihm gehen. Dialog zu Ende? Gut. Willkommen, Explorer. Ich möchte euch meinen Respekt bezeugen. Danke. Oh, bitte hört auf. Etienne hat mich schon genug beschämt. Sagt mir einfach, was ihr vorhabt. Die Soldaten warten auf euch, nicht auf mich. Ich übergebe euch das Recht, die Tefakin-Armee zu kommandieren. Sprecht jetzt bitte zu den Soldaten. Oman ist verschlagen. Er hat sich beim Himmelstempel eingerichtet, um uns in eine Falle zu locken und uns zu überraschen. Um einen Hinterhalt zu entgehen, werden wir uns in Züge aufteilen, die sich kreisförmig vorwärts bewegen werden. Die Garuda sind sicher nicht die einzigen, die sich im Tempel verschanzt haben. Wir müssen auch mit den Dämonen der dunklen Mission rechnen. Euer Auftrag ist es mir, in den Himmelstempel zu folgen und dann einen Verteidigungsring um die Basis zu formen, die wir errichten werden. Von dort aus ziehe ich alleine weiter. Im Krieg kämpft man nicht um Ehre, man kämpft um das, was einem rechtmäßig gehört. Versucht zu einem Helden zu werden und ihr werdet sterben. Nichts ist wichtiger als euer Leben. Jetzt geht, Nachkommen des Karolischen Reiches, geht und bestraft die Zerstörten, was ich euch... geht und bestraft die, die zerstörten, was euch gehörte. The soldiers are waiting for you. I'm giving you command of the Tepakan army. Please give a speech to the soldiers. Follow me, Tepakan warriors. Claude, willkommen im Himmelstempel Außenposten-Explorer. Er ist der größte Posten der Armee für den Angriff auf den Himmelstempel. Um den Außenposten wurden Speer der Garudas gesichtet. Der Hauptmann der Speer der Garudas ist unser größtes Problem. Es ist ihm schon mehrfach gelungen, vertrauliche Informationen zu stehlen.
Erinnert mich an Royce. Royce muss für seine Feinde ein echter Quälgeist sein. Was sagtet ihr? Nichts. Ich werde mich um ihn kümmern. Hey Explorer, warum habt ihr so lange gebraucht? Ich hatte euch direkt nach eurer Ankunft bei mir erwartet. Wer seid ihr? Ich bin Graf Rukulis aus dem Herzogtum Tefakin. Der Prinz schickt mich, um die Schlacht zu leiten. Haltet ihr das hier für ein Spiel? Überlasst den Kampf den Soldaten. Nun, ihr habt recht, von Militärstrategie verstehe ich nichts und den Kampf überlasse ich gerne den Soldaten. Aber ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich kann nicht zurückkehren, ohne mich erst zu beweisen. Ich dachte, ihr könntet mir vielleicht ein paar Garuda-Köpfe bringen. Dann könnte ich dem Prinzen etwas vorweisen. Tut das für mich und ich werde euch reichlich belohnen. Ihr seid auch nicht besser als die anderen Adligen, die ich getroffen habe. Haltet euch in Zukunft aus unseren Angelegenheiten raus. Und Nevia. Ich bin Nevia vom Nachrichtendienst der Armee des Herzogstums. Explorer, ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Im Austausch für ihre Dienste in diesem Krieg haben die Garudas Truhen voller Gold von Oman gehalten. Sie werden im Himmelstempel aufbewahrt. Könntet ihr uns ein paar dieser Truhen bringen? Wir befinden uns mit im Krieg und ihr wollt Gold? Seid ihr noch bei Trost? Als Nachkommen von Koral haben wir Laurentias Verrat überwunden und Tefakin aufgebaut, aber wir sind nach wie vor nur eine laurentianische Kolonie. Bitte, das Gold der Garudas kann Tefakin dabei helfen, die Fesseln Laurentias zu sprengen. Explorer, die Entscheidung, ob ihr uns helfen wollt, liegt an euch. Gut. Und wird jetzt hier auch noch eine Quest? Was ist denn hier los? So, warten auf den Hinterhalt. Oman wird versuchen, uns zu überraschen. Im Himmelstempel gibt es unzählige Waffenstände und der Feind wird sie nutzen, um uns aus dem Hinterhalt anzugreifen. Das sehe ich auch so. Der Feind wird abwarten, solange er leicht bewaffnet ist. Dann wird er uns mit den Waffen und aus den Ständern in einen Überraschungsangriff niedermähen. Ich werde mich mit einer Vorhut aus zwei Zügen um die Waffenständer kümmern und eine Schneise für die restlichen Truppen schlagen. So, aber vorher, das machen wir hier. Den Kollegen hier draußen noch, damit wir die Quest auch eben erledigt haben. Hey, tut das was? Sind wir schon durch hier? Ernsthaft? Das war schon alles? Okay. Fixe Schnitzel. Jo, Claude. Hat doch bestimmt noch eine Quest für uns. Ihr müsst euch um den Speer keine Gedanken mehr machen. Nö, hat er nicht. Gut, dann machen wir aber in der nächsten Folge erst den Himmelstempel. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei knapp 18 Minuten in der Aufnahme. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.